Johannes Mücke ist sehr erfolgreicher Concept Artist, viele Projekte schon gemacht, gemeinsam auch mit Roland Emmerich im Film, ganz viele Projekte im Gaming-Bereich, Max Payne 3, Assassin's Creed, viele Dinge, die wir jetzt auch kurz beim Durchgehen gesehen haben. Wenn du so viele Projekte hast, Johannes, hast du denn überhaupt noch Zeit zum Zocken? Setzt du dich dann hin auch mal vor der Konsole und zockst dann durch? Ja, es ist ja Berufspflicht sozusagen. Also bei uns in der Firma haben wir einen super Bildschirm und alle Konsolen, die man so braucht. Zum Teil wird es gefordert von Kunden auch, dass du die Spiele anspielst, um zu wissen, was ist, aber im Grunde genommen ist es eine Selbstverständlichkeit. Und ein großer Motivator für das ganze Team, dass man dann die Battles macht für die Spiele, die man dann später quasi designt. Das ist natürlich geil. Was war das Letzte, was du in der Konsole liegen konntest? Das Letzte war Black Flag. Assassin's Creed. Okay. Ja, Spiel zum Spiel. Wir haben es leider zu Ende spielen müssen. Das Research war nicht ausreichend, nur in den ersten Leveln sozusagen. Okay. Und kurz gefragt, Xbox oder PlayStation? Gibt es da eine Meinung? Naja, wir haben jetzt viel auf der PlayStation 3 gespielt, aber ich glaube, jetzt für die nächste Generation wird es eine Xbox bei mir werden. Ja. Ja, es gibt ein paar Xbox-Exclusives, die ich einfach spielen will. Zum Beispiel? Son of Rome. Der muss genauso durchgespielt werden wie Black Flag. Also Freunde von mir, von Charakter, haben dort Concept Art gemacht. Und es ist halt auch, wenn man dann ein bisschen so einen Bezug dazu hat, dann will man natürlich, ist man besonders heiß drauf. Und das darf nicht an mir vorübergehen. Und von den vielen Projekten, die du gemacht hast bisher, Cursed Mountain sehen wir da jetzt auch im Hintergrund, Assassin's Creed, eben, welches war das Projekt, das du am liebsten machst, mit am meisten Leidenschaft? Ah, das ist schwierig, weil eigentlich hat jedes Projekt, was man macht, immer wieder total spannende Aspekte, die zum Teil völlig unterschiedlich sind auch. Und jedes Projekt hat auch so Momente, wo man sich denkt, so, das könnte noch besser laufen. Aber ich glaube, das Aufregendste war 2012. Finn Emmerich damals haben wir diesen Clip ja gemacht. Aus zwei Gründen. Erstens, weil Hollywood nicht ist, weil die erste Berührung mit L.A. da in der Hinsicht, das war natürlich wahnsinnig spannend. Und das Zweite war, ich habe komplett freie Hand. Ich habe in diesem Clip eine Seite Drehbuch gekriegt und nachher hat der Harald Kloser, der das mit mir zusammen gemacht hat, mir so viel Freiheit gegeben, wodurch es, finde ich, auch besonders gut geworden ist. Und er war wirklich auch happy am Schluss. Ich war richtig ein kleiner Regisseur dafür, für eine Minute Film sozusagen. Es war super. Ja. Und prinzipiell, also eher Film oder eher Games? Was ist da eher, wo liegt da dein Herz? Das ist die gleiche Antwort so ein bisschen wie, ich habe bei Spreuing damals gab es die Zeit, wo wir glaube ich zwei oder drei Pony-Spiele gemacht hatten für Zielgruppe bis sechs oder so. Wahnsinnig Spaß gemacht. Aber dann hatte ich total Durst nach Zombies, die ich dann zu Hause privat gemalt habe. Und es ist umgekehrt. Also während der Max Payne-Geschichte oder Cursed Mountain habe ich auf einmal kleine süße Pferdchen zu Hause gemalt. Es ist wirklich, wenn man das eine zu lang macht, fehlt einem das andere. Das ist bei Filmen und Videogames dann genau das Gleiche auch. Also wenn man es dann irgendwie satt hat mit diesen Großfilmprojekten oder auch kleineren Produktionen mit all ihren Reizen und Abstößlichkeiten, dann freut man sich wieder auf Videogames und umgekehrt. Ja. Wir haben vorhin auch beim Rundgang gesehen, drüben dieses Mobile Game. Mhm. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen, weil das klingt eigentlich nach einem sehr spannenden. Unheimlich, ja. Sigils heißt das Spiel, was Spreuing zusammen mit Gameforge entwickelt hat und was jetzt gerade in Skandinavien gelauncht worden ist auf iOS. War ein großartiges Projekt, weil also meine Firma Whiteshot wurde damals als erstes
quasi in-house geholt. Also ich, Partner Olli macht die Architekturseite, ich mache eher die Entertainment-Seite und dann hat Spoing mich gebeten, wir haben keinen Art Director im Moment, wir sind gerade in Transition, komm her. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, wieder so ein bisschen als Externer nochmal in diesem Team mitzuarbeiten und das Spiel wirklich von Anfang an mit zu createn, also nicht nur Outsourcer zu sein. Und was genauso spannend war, dann haben sie den Filippo Irito als Art Director während dem Spiel gefunden und der hat dem Spiel einen ganz neuen Drive gegeben. Und gerade wenn so gegensätzliche Ideen sich treffen, dann kommt was besonders Heißes raus sozusagen. Das ist dort passiert im Spiel. Ich finde, es hat einen sehr uniken Look bekommen und alle sind wahnsinnig stolz drauf. Und das war wirklich auch eins von den tollen Projekten, die unheimlich Spaß gemacht haben. Und ich finde, es spielt sich total cool. Also es ist so ein ganz schnelles Actionspiel geworden, was sehr Spaß macht. Also das ist mir wirklich stolz, was er mitgemacht hat. Das glaube ich, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Ja. Und jetzt abschließend Zukunftsprojekte. Was geht ab gerade bei dir? Independence Day. Sehr cool. Ja, das ist super. Darauf habe ich gewartet, ja. seit ich den Stift halten kann. Also da machen wir jetzt Aliens und Raumschiffe. Und das Tolle ist, dass, wie gesagt, Wideshot ist eine Firma, die Szenarien macht. Und das versteht sie als Architektur, als Entertainment Design, als Office Design, was auch immer, aber Räume, virtuell oder architektonisch. Und jetzt kriegen wir die Möglichkeit, das eine Raumschiff zu bauen. Wirklich physisch. Und das ist so spannend dann zu sehen, okay, es entwickelt sich wieder ins Physische so ein bisschen, was ja aus dem Entertainment Design kommt. Und da bin ich jetzt total aufgeregt. Und sicher auch ein bisschen am Bodenraum. Ja, weiß Gott. Ja, genau. Ja. Ja. Eins hatten wir ja schon, aber das war nur ein Vergnügungspark-Raumschiff. Ja, klar. Und Gaming-Projekte, die jetzt kommen in der Zeit? Ja, das ist das Doofe mit diesen NDAs. Die Filmbranche ist da etwas lockerer. Also wir haben jetzt, was ich sagen kann, ist, dass Assassin's Creed weiterläuft. Für Identity arbeiten wir da, haben eine ganze Menge Characters, Environments. Dann haben wir ein riesengroßes Facebook-Game, wo wir Characters machen dürfen. Und noch ein, zwei kleinere, wo ich leider auch nicht viel sagen darf. Ja. Mhm. Ja. Naja, aber trotzdem vielen Dank. Wir werden uns vielleicht das eine oder andere Mal wieder sehen. Ja. Ja. Hoffe ich auch. Ja. Danke für deine Zeit. Danke ebenso. Ja. Vielen Dank. Danke.